Reiko hat gefragt, ob Fürth überzeugt hat. Ihn hat er heute nicht so überzeugt. Also, als City war er krass, aber ich meine, er musste noch nicht überzeugen, sag ich mal so. Seine Mates haben einfach alles umgeschossen und da kann auch ein Fürther, muss auch ein Fürther nicht unbedingt herausstechen. Von daher sehe ich das noch nicht so schlimm. Kommt dann eher im Finale drauf an, falls Fnatic hier da einzieht. Also im Finale kommt es dann drauf an, ob Fürther auch seine Leistung bringt, würde ich meinen, gegen Navi eventuell. Aber zuvor müssen sie erstmal Anexis auf Tuscan besiegen und da waren sie gestern auf jeden Fall relativ gut, Anexis. Konnten dagegen Navi gut zurückkommen, sich in der Overtime retten und diese dann noch gewinnen. Somit bin ich gespannt, ob sie hier das auch gegen Fnatic schaffen. So, ziehen dann einen Türsplit auf über Katze, Zahnar mit Deagle sogar. Natürlich auch interessant, dort einen Deagle zu haben, wenn er damit ein bisschen bangen kann dann, wenn die Tür aufgeht. Nein, Contact gibt's schon. Fnatic steht da sehr defensiv. Ich steht da auf Bug gegen Katze. So, da liegende Smoke. Boah, sehr schön am Schlitz. Toll. Boah, der LTV leckt wieder ein bisschen. Natürlich ekelhaft gerade. Boah, nein. Was macht der Nexus denn da? Ach du Kacke. Nur noch Zahnwell mit seiner Deagle. Schön den Schuss rausgelockt. Und da war es vorbei, aber komisch verteidigt irgendwie, muss ich sagen. Auch der Spieler hier an der Kiste hat nicht damit irgendwie gerechnet, dass da schon einer durch ist, durch die Smoke. Irgendwie sehr seltsam. Also sie sind gut aufs Spot draufgekommen, Bombe immerhin gelegt. Also das Minimalziel schon mal erreicht, aber die Runde hätten sie gut holen können. Aber jetzt heißt es eine Eco und dann können sie kaufen. Es liegt echt wieder ein bisschen ekelhaft. Ich hoffe, das legt sich hier. So, eine AWP werden wir jetzt natürlich noch nicht sehen bei Nubi. Da rechts geht einfach nicht. Wie auch der allein in der Lobby spielt. Das wird wohl ein schneller Go. Über die Mitte und Katze. Katze verzögert. Fries macht aber den First Take. Oh, Fries mit zweien. Und Katze jetzt auch gegen Flash. Schöne Smoke da in der Katze. Anexis musste dort abbrechen. Fries sogar noch mit 22 HP. Also. Ach, gute Runde bisher von ihm. Das fängt leider schon wieder nicht so gut an. Auch wenn jetzt hier noch ein paar Frags fallen. Oh, Modi holt sich die letzten beiden noch. Schade. Aber ob man da wirklich so eine schnelle Runde spielen muss in der ersten Equip, weiß ich nicht. Bin gespannt, ob wir das nochmal sehen oder was Barry da einfallen lässt. Immerhin hat man jetzt hier schon mal ein paar Frags, nicht so wie vorhin als T. Weil da mit null Frags rumgeburgt ist, innerhalb von 4 Runden oder so. Man spielt dann nochmal diese Pistol-Taktik. Auch interessant, jetzt eine Eco zu sehen von Fries. Natürlich super. Mate gestorben, Waffe kann mitgebracht werden, somit kein wirklicher Geldverlust vorhanden bei Fnatic. Och, Motti steht auch wieder oben. Dreimal nicht, noch nie gestorben. Also es geht leider da weiter, wo es aufgehört hat. Mit einer guten Zerstörung als CT von Fnatic. Aber erst haben wir 4 Runden gesehen, da ist noch Luft nach oben auf jeden Fall. Und dann nächstes entscheidet sich das mal für den direkten Go in der Katze, im Z. Boah.
Tracer mit guten Granaten holt sich da den First Track. Führt da auch Kontrolle in der Katze. Freeze mit AWP an der City Base. Also Fnatic steht wieder einfach super. Ist Modi da sogar an der Tür? Jo. Also krasse Aufstellung jetzt. Nexus deckt weiterhin ab. Vielleicht die Katze, wo steht der Kerrigan? Boah, sehr gut. Komisch von Freeze, dass er dort so vorgeht. Er öffnet die Runde jetzt noch ein bisschen für Anexis. Barry hat da, glaube ich, auch kurz gefaked, sich gezeigt oder sowas. Und schiebt jetzt wieder rüber. Mitte wird wieder gefightet. Jetzt schieben sie Richtung B, aber Fnatic gut gemacht. Haben da die Kontrolle, wissen genau, dass es ein Fake ist. Und wissen auch, die Zeit reicht nicht mehr. Da müssen sie auf B rauf. Boah, gute B. Boah! Gut von Lomme durch die Smoke gegeben. Schöne Runde von Lomme. Ach du Kacke. Sehr gut. Allerdings sehr komisch von Fnatic. Da haben sie schon den richtigen Riecher. Sind alle am Schieben und trotzdem verkacken sie die Runde. Dank Lomme ein bisschen. Aber warum sie da so unkontrolliert den Retake starten, keine Ahnung. Wenn sie da einfach warten, den Retake kontrolliert machen mit Flashes und so. Zumal der Spieler unten am L ja auch richtig viel Damage gemacht hat. Also Retake, den hätten sie auf jeden Fall gewonnen. Somit aber Fehler bei Fnatic und somit die erste Runde. Die erste T-Runde für Anexis. Hier wieder in Go spielen über unten. Runter. Ach, da sieht man so wunderbar auf der Overview, wie Kerrigan vorgeht, Modi unten Mitte runter geht. Nur geht noch mit einem. Jetzt müssen sie Tür Gas geben. Sie müssen Gas geben. Jetzt ist nämlich Vierte schon wieder auf Spot und jetzt klappt es vom Timing her nicht mehr. Vierte mit einem. Ah, zweiten macht er nicht, aber einfach wenn sie da schneller raus sind, dann kommt Vierte nicht mehr auf Spot und die können die Smoke sägen und haben das 3 gegen 3. So, einfach jetzt die Unterzahl. Und gute Flashes. Ralz mit einem wichtigen Duell jetzt Katze. Sehr gut. Wichtiger Headshot. Und somit vielleicht doch die Chance auf den Rundengewinn. Gut HEs. Gut von Lomme. Auch, dass sie da noch nicht legen. Sie haben noch viel Zeit. Boah, sehr schön. Richtig gute Runde von Ralz. Da rettet er sie noch. Also, auf geht's, Anexis. Zwei T-Runden schon. Und man hat Fnatic sogar eine Eco. Aber dennoch, so richtig gut ist das Spiel noch nicht von Anexis. Also sie spielen Fnatic eigentlich nicht gut aus. Fnatic ist meiner Ansicht nach immer noch das bessere Team. Gerade hier in diesem Matchup. So, Katz konnte Fnatic hat doch gekauft. Komplett Farmers und kleine Weste wahrscheinlich oder so. Boah! Gut von Nogi durch die Smoke. Ah, Modi noch in der Tür. So, der zielt sogar einer hin. So, wo fliegen die Flashes? Jetzt gibt's die Flash. Modi kommt raus. Boah! Eigentlich gut gemacht für Modi. Schade, dass er da so spät den Frag setzt. Boah, Kerrigan kann andiffusen. Lockt damit die CTs, die Ts, aber nur gezielt noch mit Aave. Sehr schön gemacht. Und spätestens jetzt muss Fnatic eine Eco einlegen. Also sehen wir doch noch ein interessantes Spiel. Das sah ja nach den ersten Runden nicht unbedingt auf. Aus. Thomas fragt, ob ich das die Spielernamen im Overlay nicht fett machen kann. Nee, kann ich nicht. Ich habe darauf keinen Einfluss, leider. Aber wenn du auf hohe Qualität guckst, sollte man die Namen eigentlich gut lesen können. Für alles andere kann ich nicht garantieren. Aber kannst ja die Namen auch unten links lesen. Da müssten sie fett genug sein.
Oh Mann, oh nein, oder? Wenn sie den jetzt hier wieder überfahren in dieser Eco. Meine Fresse. Na, das war jetzt unnötig von Fnatic. Jetzt Lomme gegen 3. Schönes Pre-Fire. Nur Motti mit einer Waffe, aber Kerrigan kann sich jetzt auch eine holen. So, er hat die Bombe. Ne, Kerrigan hat noch keine. Boah, ein Motti kommt von hinten. Unglaublich gut, wie sie das ausspielen. So, hört auch die Steps. Und Motti mit dem Timing. Motti. Boah, Alter, warum gewinnen sie denn diese scheiß USP-Eco, Mann? Ein Nexus hätte hier locker ausgleichen können, das 4 zu 4 machen können, Fnatic in den Strudel bringen, aber nein, verkacken sie es gegen USPs. Boah, wie bezeichnend aber auch für die Schwäche, würde ich schon fast sagen, von der Nexus heute. Boah, ob sie daraus jetzt irgendwie, ob ihnen das vielleicht schon das Genick gebrochen hat. Ich weiß es nicht. Oh, Fries mit Arme offensiv. Rals auch nur mit. Mit Glock. Oh, keine Chance mehr für Nugi. Oh Mann. 6 zu 3. Der nächste wollte es dann nochmal versuchen. Mit einem Katze Z-Contact. Mit. Waffen haben da gekauft, was geht. Einer hatte nur Glocks. Aber da hat auch einfach das Equipment gefehlt. Die Silent Flash ist in Z, in die Banane, sonst was. Fnatic konnte einfach runtergehen und die Aim-Duelle gewinnen. Und jetzt muss er nächstes eine Eco einlegen. Eigentlich das, was sie nicht wollten. Und das, was eigentlich Fnatic hätte machen müssen. This from Nazi Germany. Ha. Huh. So, wieder Waffe am Schlüssel. Nächstes ist er wieder mit ihrem 1-4 Aufbau. Diesmal auch mal langsam. Boah, vierte unten. Und ich glaube. Krass, sie sind so zweit unten, also der Katze-Go könnte durchaus aufgehen. Nur Trace dort. Und er ist richtig blind. Sehr schön, da gab es wieder die Flashes. Und Lomme macht den Frag, das haben wir gestern schon gesehen. Lomme hat da ein gutes Spiel gemacht, die Granaten sitzen richtig gut. Und die Runde sieht doch mal verdammt gut aus für Nexus. Auch wenn Fries nochmal einen schönen Shot raushaut. Wobei, von hinten kommen sie jetzt. Wichtig von Lomme. Oh, Lomme ist souverän. Geile Runde von ihm auf jeden Fall. Wichtiges Opening, aber die Fläche sitzt noch einfach richtig gut von der Nexus. Den Spieler am Neo kriegen sie irgendwie immer blind. Und da spielen sie sich noch eine gute Runde. Hoffentlich bleibt es nicht bei der. So, jetzt ein bisschen anderer Aufbau. Sehr gut. Sehr schöne Ansage von Barry. Hat dann eine Silent Flash, glaube ich, von Nugi bekommen. Komm schon, Barry, holen dir, Mann. Was ist der Reload? Ja, da gab es die Silent Flash von Nugi von hinten. Sehr gut umgebaut. Nugi da nicht mehr allein zu lassen. Und sind wieder gut auf dem Großen drauf. Schöner Headshot von Barry noch von der Mitte unten. Und dann waren es nur noch drei Fnatic-Spieler.
Das sieht gut aus. Fnatic auch schon auf dem Weg zum Sparen, oder? Ne, sie versuchen es echt noch. Och, wichtig von Zanoi. Aber Modi low, Trace auch nicht mehr so viel. Ja, Modi auch mit unten. Werden sie safe. Und Trace hat die Arme von Fries gepickt. Sollte er recht zügig eigentlich weg. Will aber noch einen Exit-Track. Oh. Sehr schön. Das ist genau das, was er wollte. Oh, ich glaube, das stirbt er sogar noch, oder? Ah, gerade so nicht. So, also sehr schön. Da kommt der nächste auf jeden Fall nochmal ran. Fnatic hat aber Geld. Trace gibt die aber ab an Fries. Alex ist wieder mit der Ansage Contact Z. Da gab es wieder die Silent von hinten. So, jetzt viel Kontrolle bei Nexus. Führte da mit Doppel am Modi, mit Modi am Neo. Die Runde sieht bisher ganz gut aus. Fnatic hat keine Ahnung, wo sie sind. Kerrigan steht super def. Trifft da gleich auf 3. Boah, sehr schön geschossen eigentlich, aber gut durchgesprungen von Zanoi. Wer ist der B-Spieler noch? Oh, keiner. B ist frei. Sehr gute Ansagen bisher von Barry eigentlich. Gut, dass Nugi da auch einen noch mitnimmt. Rals auch von hinten noch. War da in der Mitte. Krasse Runde bisher. Also jetzt haben sie Fnatic erstmal richtig, richtig gut ausgespielt. So, Modi chillt ein bisschen City Base. Och, der hat das gerade einen Hit bekommen. Sehr schön. Sechste T-Runde. Und das sieht dann mal schon viel, viel besser aus als auf das 2. Fnatic hat aber noch Geld. Vielleicht sollte Fries mal wieder irgendwie Banane aufgehen oder so. Aber führt jetzt bitte aggressiv. Boah. Zu viel Gebratze.